Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 True Farming 2 Projekt. Hier beim Landhandel. Und der Side Story Kanal. Und der Side Story Kanal. Schaut da auch gerne mal vorbei. Guten Tag, Sie sind aber nicht Herr Dörrmann. Habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Nee, ich bin der Kurt. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich habe es ja vorbeifahren sehen mit so einem BMW, der nach Pommesbude stank. Ja, genau. Mein BMW mit Frittenfett. Ach Gott, du hast es nicht. Das heißt, sind auch Landwirt hier, oder? Ja. Sind Sie auch Landwirt hier? Ja, ich will mal werden. Ich arbeite gerade hier beim Lindinghof. Ja, ich bin auch recht neu, deswegen ich weiß es noch gar nicht. Boah, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Und Ihre Planung für hier auch was ganz Neues, oder? Ich mache Bio. Bio? Alles Bio. Oh, da hätte ich mal eine ganz bescheidene Frage. Ich besitze so ein paar Felder, so drei, vier. Ich bin auch ganz neu und das ist noch Brachland und da ist meines Wissens noch nichts behandelt worden. Hätten Sie Interesse, demnächst vielleicht die Ernte, wenn sie dann fertig ist, so ansteht, mir die Klamotten abzukaufen? Weil ich könnte es dann noch als Bio ausweisen. Ich würde das Bauamt noch mal beauftragen, Bodenproben zu nehmen. Ja. Aber laut meines Standes ist weder Herbizide noch Kunstdünger gestreut worden, also müsste es eigentlich Bio sein. Oh, das hört sich ja super an, klar. Also sobald sie dann in weiter sind und was, also sobald die Ernte reif ist, dann würde ich mich mal bei Ihnen melden. Sie können mir Ihre Karte mal geben, gehe ich in meine mal eben. Ja, genau, hier tauschen. Bitteschön. Dann können Sie mich einmal anrufen, ich rufe Sie dann an, wenn die Ernte fertig ist und dann können wir darüber sprechen. Weil dann lasse ich den nämlich die Finger vom Dünger, damit sie es dann auch dann als Bio weiterverkaufen können. Ja, sehr gerne. Aber ich muss jetzt auch gleich los. Herr Dörrmann, hallo erstmal. Guten Tag. Hallo. Oh, hallo. Wie kann man Ihnen denn helfen? Ich hab's recht, ich bräuchte nur ungefähr 3200 Liter Dünger. Alter, Kunstdünger. Nix Bio. Weil haben Sie Schlaganfall? Nee. Weil ich nicht so der Kolben bleibt mir gleich den Kopf aufreißt hier. Also, ja, nee, das ist kein Problem. Herr Bichler. Ja. Setzen Sie sich bitte in das Fahrzeug und befüllen Sie das Fahrzeug bitte mit Dünger. Mach ich. Das ist sehr nett. Was kriegen Sie dafür, dass ich direkt bei Ihnen schuldenfrei bin? Das kann ich Ihnen gleich sagen. Warten Sie, stellen Sie eine Rechnung ab. Oh, das ist eine Idee. Das ist, ja. Warten Sie auf eine neue Rechnung. Ich hasse die neumütschen Tablets. Das ist, also passen Sie auf Dünger, haben Sie gesagt. Genau. Dann wärmen wir das. 3200 Liter, haben Sie gesagt. Genau, das ist das maximale Fassungsvermögen vom Streuer. Weißen Sie, da machen wir. Nee. Da machen wir. Ja, nee, das auch nicht. Das ist kein Problem. Ja, alles nee, gut. Das ist nicht eine Neumütscherverbeuer. Ja, ja. Das ist, nee, das ist immer. Nee, weißen Sie, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Weißen Sie, das ist überhaupt kein Problem. Und an welchen Hof soll ich Ihnen denn das ausstellen? Der wird geführt unter Weingut. Ach, der Weingut. Ja. Genau. Stimmt, das habe ich im Anzeiger gelesen. Weißen Sie, ich stelle Ihnen mal die Rechnung aus, bleibt sie auf 3000 Euro. Oh, das ist ja ein Schnapper bei Ihnen. So günstig. Ja, das wäre schon. Gut und günstig kommt zugleich. Das ist ja super. So sehen Sie, da kommt doch schon der Schlepper wieder. Herr Bischler, hat alles funktioniert. Ja, 3200 Liter auf den Punkt, genau. Perfekt. Und Geld müsste angekommen sein, wenn ich es richtig sehe bei mir auf dem Konto. Sehr gut. Hier ist ein grüner Haken da. Ich glaube, das ist ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, liebe, ich mache mal weiter. Herr Dörrmeier, ganz lieb, dass es so schnell und einfach ging bei Ihnen und auch so einen guten Kurs. Ja, kein Problem. Ich komme bestimmt nur öfters bei Ihnen jetzt vorbei. Sagt, du bräuchst demnächst auch. Herr Rothwild, Sie müssen sich immer merken: gut rinnt, wenn der Bauer gewinnt. Das ist ein Wort. Herr Kolbleiten, wir telefonieren, sobald ich dann Ihre Ernte fertig habe, dann können wir kurz quatschen wegen Kosten, also Ertrag und so weiter. Ja, sehr gerne. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Abend noch. Bis dann. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Ihr seht, wir können jetzt fleißig rollen. Und ich meine, 3200 Liter für 3000, das ist natürlich eine Ansage. Das ist ja fast geschenkt. Muss ich ja wirklich sagen. Das ist ja ein Hammerpreis. Ja, jetzt fahren wir zurück zum unserem Weingut, also alten stehenden Weingut und schauen wir mal, was da so los ist und beziehungsweise gucken wir jetzt endlich mal, ob unser Feld 101, oh, was muss ich gucken? Hier richtig? Nicht, dass ich noch falsch war, groß.
nicht noch ein weiterer aus? Moment. Das wäre ja falsch gewesen, dann wäre ich wieder auf der falschen Pferde gewesen. Nein, schauen wir mal endlich, ob unser Feld 101 auch gepflügt ist, weil dann können wir natürlich erst hier mit der Sämaschine drüber fahren. Das Ganze natürlich dann düngen. Schon mal vordüngen und dann mit unserer neuen Sämaschine, die müssen wir natürlich dann auch noch hier im Landhandel befüllen, aber um die Uhrzeit wird dann immer zumachen. Befüllen wir die dann und dann überlegen wir uns mal eine schöne Frucht, was wir dann dort ansehen werden. Ich würde ganz gerne was mit, also Gerste, Weizen oder so machen, vielleicht mal beim Mühlen mal nachfragen, vielleicht nimmt der uns das Ganze auch ab. Nur da würde ich auf Bio wirklich verzichten, das andere Wild ist eh Wildwuchs. Ich weiß noch nicht, wie viel wir davon retten können. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also das muss man ganz deutlich sagen. Aber wenn ich jetzt jemanden finde, der so wie jetzt hier der Herr Kolmleiten, der uns das abkauft, ist natürlich ideal, weil dann ist mir natürlich am meisten geholfen. Ne? Ist ja klar. So. Dann schauen wir mal. Oh, was ist denn hier los? Oh, die Stadt ist da. Okay. Dann fahren wir kurz zum Hof. Dann gucken wir mal. Ah, ihr seht. Okay, gepflügt ist. Dann stellen wir das Ganze gerade nochmal hier ab. Und gucken wir mal, was das Baum da so schönes treibt. So, dann schauen wir mal. Mal. Rotwild, ne? Rotwild, ja. Rotwild, genau, Rotwild. Der möchte sich hier ein Weingut aufbauen. Ja, sieht alles doch ziemlich wild aus, das Ganze. Und, bin gespannt, was er vorhat. Ich bin gespannt, was wir hier machen. Herr Schütte, ich habe jetzt hier die Barken da noch auf. Moment, das war ein kleiner Fail. Wir gucken mal eben nicht, dass wir jetzt hier. Wo sind sie denn? So, die sind noch beim Hof. Okay, dann gehen wir mal kurz zu unserem Hof zurück. Ich habe nur den einen Bauarbeiter stehen sehen. Und über Funk hat man ein bisschen gehört, dass die über mich sprechen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal ganz kurz zum Hof. So, schauen wir mal. Oh, hier tut sich doch was. Dann schauen wir mal. Ah, da ist ja der Herr Rotwild. Tag, der Herr. Hallo. Moin. Sie kommen ja sportlich rein. Ja, noch ist ja alles hier brach. Hier kann man noch entspannt reinfahren. Ja. Ich hoffe, es ändert sich bald. Ja. Aber Herr Rosenberg, waren Sie nicht vorher beim LU? Herr Rotwild, ja. Kennt Sie mich noch? Ja, natürlich, klar. Ja, ich war ja schon mal hier gewesen. Ja, genau. Da hatten Sie ja den Fan, glaube ich, hinten drauf und waren auf dem Weg zur Werkstatt. Richtig. Aber das richtig. War doch im Auftrag des LUs. Jetzt haben Sie die Bauamtkleidung. Jetzt bin ich ein wenig irritiert. Sie sind ein wenig irritiert? Ja. Ich kann Ihnen sagen, ich bin beim LU rausgeflogen. Ich will eigentlich gar nicht, dass das so die Runde macht hier in der Stadt, aber ich bin leider beim Lohnunternehmen. Gekündigt wurden von dem Herrn Bergmann, der war, ich war nicht, ja, naja. Okay. Ich war nicht rechtzeitig wieder zurück und da hat er mich direkt vom Hof gejagt, obwohl ich 3 Monate geschuftet habe für ihn. Das ist aber hart. Ich dachte, ja. Das ist natürlich, ja, ist schade. Ist eine Hausnummer, finde ich. Das stimmt, gerade wenn bald die Erntezeit ruhig losgeht, ich glaube, dann ist ja früh bei jeder helfenden Hand, oder? Genau, ja, ich bin hier da, ich bin Unterstützung für den Bauhof, schauen wir das Ganze mal an, vielleicht ist das ja was für mich. Ja, ich hatte mit dem Herrn Huber ja schon gesprochen, wir hatten einmal hier das Grundstück hier, da hatte ich schon mal angeguckt, weil hier soll ja demnächst dann das Weingut entstehen. Ja. Aber ich glaube, wir sind Leute in dem Weinberg, glaube ich, da hatten sie mir eine Mail geschrieben, ne? Richtig, genau. Genau. Weinberg abstecken, also beziehungsweise da eine Absicherung hinstellen, zur Baustellen-Ausfahrt und quasi schon mal grob das Feld vorflügen, damit man weiß, wo die Bäume gefällt werden müssen. Genau, damit ich mit dem Herrn Wartlinger sprechen kann, weil der ja um den das Fällen der Bäume sich kümmert ja hier. Genau. Weil die müssen ja runter, bevor wir da wirklich ein Feld erstellen können. Um Herr Rotwild, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf. Gerne. Nicht der Herr Wartlinger kümmert sich um die Bäume, sondern der Peppi. Wer? Peppi. Okay, ja, ich war letztens einmal kurz beim LU, als ich da rausgefahren bin, habe das nur gehört. Der sprach auch irgendwie anders, aber ich habe nicht mal gedacht. Ich dachte mir. Okay. Der Herr Peppi kümmert sich darum. Fragen Sie lieber nicht. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wenn das hier richtig losgeht. Ja, was mich dann erwartet. Oh, Anruf. Huber? Oh, das ist meins. Hallo? Hallo, aus Wien. Herr Dormeier, ich grüße Sie. Nein, hier spricht nicht Herr Dormeier. Hier spricht der Mensch, der Ihr Fahrzeug zweirädrig gefunden hat.
wenn Sie dieses Fahrzeug wiedersehen wollen, stellen Sie meine verdammten Strohballen endlich als Pyramide. Sie sind doch Herr Dormeier. Nein. Verarschen Sie mich doch nicht. Sie haben mir mein Moped geklaut, meine S51, und haben die Felge kaputt gefahren. Und jetzt? Das ist so nicht ganz richtig. Die Felge ging aus unvorhergesehenen katastrophalen Umständen zu Bruch. Aha, woher wissen Sie das? Wenn Sie nicht der Herr Dormeier sind? Da ist drauf und hab ich gesehen. Herr Dormeier, Sie wollen jetzt ja echt, dass ich da nochmal... Oh, nee. Ja, ist nicht Herr Dormeier. Okay, Herr, wie soll ich Sie nennen? Josef. Dormeier heißt Josef. Nein. Okay, Herr Josef, dann komme ich vorbei und stapel Ihnen Ihre Ballen, ja? Aber mit Gabelstapler. Oh, wo soll ich das denn machen? Ich habe da gar keinen... Oh, ich organisiere bestimmt... Ich habe einen Gabelstapler. Ach so, okay, alles klar, gut. Dann mache ich das. Und Sie tun mein Moped wieder in die Halle. Ich sag's Ihnen. Und eine neue Felge will ich. Ja, Sie haben 5 Minuten, sonst freut sich mein Häcksler. Das wird... Was? Wow. Ich habe das Gefühl, ich bin erst neu in der Stadt und irgendwie habe ich schon die ersten... Der Herr Bergmann, Herr Rotwild. Ja? Der Herr Bergmann und der Herr Dormeier, die versuchen mir hier schon irgendwie, keine Ahnung, ein Ei in den Korb zu legen. Kann das sein, dass die nicht so empfänglich den Neuen gegenüber sind? Also ich komme gerade vom Landhandel. Der hatte mir 3200 Liter Kunstdünger für 3000 verkauft. Aber er kam halt mit einem Mofa, was ist da angefahren? Oh, das ist meins. Ja gut. Aber es schwankt so ein bisschen auf der Hinterachse gefühlt. Ich will jetzt hier nicht weiter aufhalten. Lassen Sie uns das da abstecken, weil ich muss nochmal beim Landhandel vorbei. Und meinen Bauwagen müssen wir auch noch holen. Oh, Katastrophe. Kein Problem. Gut, Herr Rotwild, lassen Sie uns zum Feld fahren. Ja, okay. Machen wir das. Herr Rosenberg, wir sichern nur ab und dann können Sie sich ein Pickup nehmen und dann zum Landhandel fahren. Ah, super. Okay, das zu klären. Machen wir so. Aber erstmal absichern. Oh, vielen, vielen Dank. Aber Herr Huber, nicht, dass Sie mich dann auch wieder kündigen. Noch nicht. Oh Mann, ey. Ganz ehrlich. Oh, ja. Und die passenden Schilder schon mitgebracht, das ist ja schön. Ja. Alles dabei. So, Herr Rosenberg, jetzt wollen Sie was lernen, ne? Ja. So, wir haben eine Richtlinie zur Sicherung von Arbeitsstellen hier, ne? Dafür haben wir ein bisschen Material da. Ja. Wo würden Sie das hinstellen hier? Also wir müssen quasi hier den Berg hoch und hier mit der Verkehr lang. Hier machen wir eine Ausfahrt für unsere Baufahrzeuge. Stellen Sie mal einfach auf, wie Sie es hinstellen würden. Ich würde, die blinken ja alle, ne? Ja. Okay, dann schnapp ich mir mal... Boah, Alter, verdammt. Und da hat sich auch ein gefrühstückt. Einfach mal so ein Teil. Steht der Traktor im Weg? Soll ich kurz wegfahren oder geht's? Ne, das passt. Nee, das passt. Dann hätte ich nämlich zubauen. Achso, warte, das müssen wir also vielleicht noch so hinstellen. So, dass das auch der Verkehr auch sieht. Ja. Ich würde da eins hinstellen. Dann würde ich hier ein bisschen... Upsala. Dann würde ich... Moment, würde ich hier noch eins hinstellen. So. Dann ein bisschen Platz lassen für die Ausfahrt. Ja. Mhm. So meinetwegen. Wenn das reicht, reicht uns das? Ja. Ja. Das sieht ganz gut aus, oder? Vielleicht zwischen diesen zwei Pfeilern hier. Leitpfosten. Leitpfosten, genau. Da war kurz der Turbo drin. Hoppala. Das ist das Radler gewesen von vorhin. Das alkoholfreie. Unfassbar. Was sagen? Also, wann trinkt der Lehrling Bier, Herr Schütte? Ich durfte einen Radler trinken, ja. Achso, okay. Alkoholfreies Radler war noch da. Also eine Spreit. So, dahin. So. Wir haben auch 2 Schilder, ne? Genau, und die 2 Schilder würde ich auch noch aufstellen. Moment. Ich unterstütze den anderen. So, warten Sie mal. Hier brauchen wir das Schild auf jeden Fall auf der Seite. Ich würde es auch mal ein bisschen weiter vorne hinstellen, ne? Wegen der vorausschauend und so. Ja, genau. So. Perfekt, hier Baustelle. Sieht gut aus. Ich bringe das andere mal weg. Genau, das will ich auch auf der anderen Seite hinstellen, genau. Macht ja Sinn, ne? Und da haben wir hier schon mal ein bisschen
zumindest schon mal abgeriegelt. Herr Rotwild? Ja, bitte? Moment. Herr Schütter? Ja? Darf ich auch mal einen kleinen Spaß oder sowas machen? Oder ist das eher nicht so kundenfreundlich? Kommt auf den Spaß drauf an. Okay. Herr Schütter? Diese Absperrung kostet Sie 2.500 am Tag. Wenn Herr Schütte das bezahlen muss, bin ich damit einverstanden. Sie müssen das bezahlen, Herr Rotwild. Ja, sagt ja gerade Herr Schütte. Nee, Herr Rotwild, Entschuldigung. Ja, dann ist der Gag vorbei. Okay, das war ist auch nur ein Gag. Verdammt, Sie haben das gehört. Ach, Manno. Nee, es gibt doch einen gewissen Kostenvoranschlag, wo das schon mit drin steht, deswegen. Ja, nee, war nur ein Spaß. Alles gut. Ich bin ja nicht der hier, ich bin ja nur der Praktikant. Ich kann jetzt weiterfahren zum Landhandel, sehe ich das richtig? Ja. Ich habe ja gehört, Sie haben noch ein bisschen Probleme, ne, gerade gehabt. Ach ja, das ist noch so ein alter Auftrag von dem Bergmann und ach, das Strom bringen und dann ist es jetzt nicht richtig gestapelt und der alte Kriegskram da oben, der will das ganz genau haben und ach, hören Sie auf. Ich würde einfach hochfahren, würde das schnell übereinander stapeln, das ist ja direkt hier oben drüber. Und ich stelle den Anhänger noch eben so, dass er nicht stört. Ja, und komm direkt, ich nehme den, lass ihn dran. Oder lass ihn dran. Ja, können Sie dann direkt wieder Ihr Moped aufladen, ne? Ich habe das Moped gesehen. Das nehme ich gleich mit, das ist eine gute Idee. Aber keinen Kratzer im Pickup machen, ne? Nein. Okay. Niemals. So, Moment. Ich schau mal eine Straße, ich link's hier ein. Jawohl, kann ich? Ja, Sie können kommen. Herr Huber, Sie gucken auf der Seite, okay? Ja, ich gucke. Bei mir ist frei, alles gut. Okay, super, es war's schon. Bis gleich. Dann viel Glück. Jo. Ja. Okay, kurz, brauchen Sie noch in irgendeiner Form jetzt eine Einweisung oder wissen Sie noch die Bemarkungspunkte, die wir gesetzt hatten? Hier vom großen Baum hier, ne? Ja, müssen Sie nur gucken, dass wir halt keine Felswände in der Geraden haben. Ja. Zwischen diesen beiden Felsblöcken, die hier stehen, so rechts und ziemlich weit links, ja, dass wir da halt eine Bemarkung setzen, dass dann wir wissen, okay, das können wir quasi dann als Weinbergfläche halt nutzen. Wenn es ein bisschen weniger wird, gerade rüber in die Richtung. Und gerade hoch. Ja. Und hier gerade hoch. Und gucken vielleicht, wenn es auch hier an den Seiten vielleicht zu wellig wird, nach oben, dann auch ruhig ein bisschen weiter nach links. Das wissen Sie ja, so, dass es halt auch gut bebaubar ist für uns nachher mit den Weinreben und so. Ja, wir gucken uns das mal genau an nochmal und dann ziehen wir die Linien. Genau, aber kann ich Sie getrost in Ruhe lassen, dann kann ich mein Feld bearbeiten noch schnell. Ja. Okay, dann bedanke ich mich erstmal für die recht schnelle Umsetzung, ne, Herr Huber. Das ist echt super schnell, freut mich. Aber habe ich doch gesagt, geht alles schnell bei uns. Ja, es ist echt super, also bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Kennt man ja manchmal von gerade wenn es ums Amt geht, immer dauert es immer gefühlt Jahre. Ja. Gut, okay, dann verabschiede ich mich, dann schwinge ich mich schnell mal ein Feld und dünge mal eben schnell mein Feld, bevor der Biobauer im Ecke fährt hier. Alles klar. Okay, bis später, wenn Sie ein Bier möchten, ne, in meinem Wohnwagen da in diesem Café, da ist ein Kühlschrank, da können Sie dann gönnen. Alles klar. Okay, ja. Bis später, tschüss. Bis später, tschüss. Ja, ihr seht, es geht voran, ne? Jetzt werden schon die ersten Bemarken gesetzt, sodass wir dann im Nachhinein demnächst dann mit dem Förster sprechen können. Also Polizist und Förster. Damit wir dann quasi wirklich anfangen können, hier unseren Weinberg so allmählich ins Leben zu rufen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, dass wir jetzt hier unser Feld einmal gedüngt bekommen. Ich hoffe, wir kriegen bei der Dunkelheit noch ein bisschen was mit. So, dass wir nicht so viel verschwenden. So, dann testen wir das Ganze mal aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann fahren wir mal rüber übers Feld. Ja, wie gesagt, das ist unser erstes Feld, was wir jetzt quasi schon, das war ja abgeerntet, musste auch gepflügt werden, das haben wir jetzt ja getan. Also sprich, das ist jetzt für uns, können wir zur Ansaat bereit. Jetzt würde ich sagen, gepflügt ist, jetzt düngen wir mal drüber, dann gucken wir uns mal den Feldstatus an. Weil ich möchte ganz gerne natürlich auch mit dem Saatbeet arbeiten, ich möchte natürlich auch ein vernünftiges Saatbeet hier schaffen. Damit wir auch den höchstmöglichen Ertrag haben. Ne, dadurch, dass wir gepflügt haben, haben wir schon ein paar Prozent gesichert. So, dann setzen wir mal hier an. Müssen wir mal später in der Übersicht gucken, wie es jetzt aussieht. Moment, wo haben wir den Düngestatus? Da haben wir den. Und wir sind. Ja, wo sind wir denn? Da sind wir. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ihr seht natürlich, das, was uns der Herr Engin verkauft hat mit der Arbeitsbreite, ist natürlich Wahnsinn, ne? Also, klar können wir die Teilabschaltbreite noch nutzen, aber für den Kurs so viel Dünger, bekommen, ist es ja super. Ja, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Frucht wir ansehen sollen oder
Also ich wäre absolut für eine für Getreide, für eine Getreidesorte. Einfach nur diesbezüglich, weil ich ganz gerne was mit Strom machen möchte, ne? Weil das kann man halt auch ganz gut verkaufen. Sei es oben an den Landhandel oder halt, da gibt es auch noch einen Landwirt mit Tierzucht, der die ja immer Stroh ganz gut gebrauchen können. Das sehen wir dann. Und ja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ne, welche Frucht wir ansehen sollen. Aber wir können ja mal erstmal den Status gucken. So, jetzt sind wir auf der 105. So, was haben wir denn jetzt hier? Es ist geflügt. So, das heißt, dann könnten wir rein theoretisch, wenn wir jetzt mit der Scheibenecke drüber gehen, müsste ja rein theoretisch, wenn ich nicht ganz daneben liege, müsste ich auf unser Saatbeet kommen. Jetzt haben wir die erste Düngestufe. Wir müssen natürlich schauen, ob unsere Sämaschine, ich bin mir gar nicht sicher, ob die auch Düngefunktion hat. Das müssen wir dann mal testen. So. Den setzen wir jetzt irgendwann mal hier ab. Runter, absetzen. So, dann schauen wir mal, wo haben wir denn unsere? Das ist der grobe, ne? Und so. Genau, das müsste die Scheibenecke sein. Nicht, dass ich mir das falsch reinhänge und mache alles kaputt. Horsch C, 4CT, ne? Ja, perfekt. Dann müssen wir alles rauskauen, ist ja klar. Warum auch nicht? Ja gut, aber liebe Freunde, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Bis ich alles rausgefahren habe, ist die Zeit eh fast vorbei, denn das muss ich euch nicht zwingend zeigen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Heute haben wir natürlich viel Kontakt gehabt, einmal zu den Herrn Kolmleiten, der ganz auch anscheinend, so wie wir ganz neu im Ort sind, noch keinen Hof ansässig hat. Den Herrn Rosenberg, ja, haben wir schon ein, zwei Mal getroffen, der war ja auch einmal schon mal zu Besuch. Auch der ist anscheinend so eine Art Vagabund und läuft von Firma zu Firma. Mal schauen, vielleicht können wir ihn ja bei uns, wenn wir den Weingut aufbauen, vielleicht kann er uns ja auch helfen bei den Stickelsätzen und beim Biegen und der Pflanze und sowas alles. Da können wir mal schauen, inwiefern wir das vielleicht auch als Helfer nutzen können. Ich meine, das ist auch gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr ganz gerne sehen wollt. Bitte schreibt mal rein, welche Frucht wir ansehen sollen. Am liebsten natürlich irgendein Körn, Weizen, Gerste, Hafer, irgendwas in der Richtung. Also ich möchte eigentlich kein Soja und kein Raps machen. Schreibt es noch euch rein, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Am liebsten natürlich was mit Stroh. Und ja, dann wie gesagt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Auch nicht von den anderen Leuten. Denkt dran, ich bin nicht der Einzige. Es gibt ja noch das LU, was aufnimmt, der Feedlip, der aufnimmt. Da kommen noch mehr dazu. Also seid gespannt, auf dem Kanal werden demnächst noch mehr Leute kommen. Also seid halt wirklich gespannt, da kommt noch richtig was auf euch drauf zu. Das ist alles noch im Start. Wir sind noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir hinkommen möchten. Aber ihr wisst selber, es ist für viele Neuland und die Qualität soll ja auch so gut es geht stimmen. Und deswegen, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreibt in die Kommentare alles, was ihr wissen wollt, was ihr als Tipps habt bei allen, egal wer es ist. Ne? Also überall würden wir uns natürlich tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns am nächsten Mal. Ja, euer Christian vom Farming Side Story Kanal. Tschüss.